Wir haben die zweithöchste Pro-Kopf-Verschuldung in Niederösterreich von allen Bundesländern. Und wir hätten die höchste Pro-Kopf-Verschuldung, wenn da nicht dieser Wahnsinn gewesen wäre von der Hypoalpe Adria in Kärnten, den die FPÖ gemeinsam mit der ÖVP verursacht hat. Ich wollte nur so viel sagen. Und zu den Freiheitlichen, weil der Kollege Kickl ist jetzt gerade nicht da, weil er immer erzählt, die Geschichte, dass die Sanktionen die Inflation in die Höhe treiben. Serbien, bekannter Freund von Russland, die Sanktionen nicht mittragen, hat eine Inflationsrate von 15%. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Freiheitlichen Partei, ihr schützt mit dieser Erzählung in Wirklichkeit die Eliten, die Konzerne, das kranke System, das kranke Marktsystem. Der Rohölpreis ist so nieder wie nie. Ist er an den Tankstellen angekommen? Nein. Sie schützen dieses Schweizer System mit dieser Erzählung. Wir erzählen uns jetzt schon einige Redner, jene Stadt hat jenes erhöht, andere Gemeinden haben dieses gemacht, der Dritte hat es wieder gesagt, da gibt es diesen Heizkostenzuschuss und etc. etc. Und überall werden Preise erhöht und Zuschüsse gewährt. Und in Wirklichkeit werden Gemeinden, Städte und Bundesländer im Regen gestehen lassen und jeder darf weiter wursteln. Es gibt eine Bundesregierung, die sollte Maßnahmen zur Erleichterung des Lebens für die privaten Haushalte, aber auch für die Betriebe ermöglichen, so wie es in Spanien zum Beispiel passiert ist. Das spanische Parlament hat zu einem Zeitpunkt Inflationsbremsen beschlossen. Da wurden wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hier in Österreich als sogenannte Teuerungshysteriker bezeichnet von Seiten des Vizekanzlers. Oder wie die Kollegin Baumgartner, ist sie jetzt hier, was ist das, siehst du, von der ÖVP Niederösterreich in einer bemerkenswerten Rede gesagt hat, dass es die Teuerung gar nicht gibt und nur von der Opposition herbeigeredet wird. Also ich gebe nur so viel zum Bedenken, 38 Milliarden ausgegeben, der Gabriel Felbermayr vom WIFO spricht sogar von 50 Milliarden, Inflationsrate 10,6% in Österreich, Inflationsrate in Spanien 5,6%. In Frankreich 6,7, von der Schweiz rede ich gar nicht, die sind knapp über 2%. Und wenn ich mir dann noch anhöre, den Bürgermeister von Ziersdorf in Niederösterreich, Weinviertel, der Hermann Fischer, hat erklärt in einem ORF-Interview, die Leute sollen zuerst einmal bei sich selbst anfangen zu sparen und dann erst jammern. Und wenn man sich das gegenüberstellt, dann mit dem Preismonitoring der Arbeiterkammer, wo drin steht 77% Buttererhöhung, 194% Erhöhung beim Sonnenblumenöl, 118% für Mehl, dann ist diese Aussage mehr als abgehoben und mehr als realitätsfremd, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und bei der Kollege Wöginger hätte gesagt, hat man so einmal ausgehen aus dem Parlament und zu den Leuten gehen. Niemand, das wird jeder tun bei uns in unserem Wahlkreis. Baufirma in Waldviertel. 113 Arbeiter und hat Mehrkosten aufgrund von Diesel und Benzin im Jahr 2022 für die Bagger, für die Lostwing, für die Mannschaftsbusse, für die Pritschen von sage und schreibe 205.000 Euro. 205.000 Euro für einen Mittelbetrieb. Die Konsequenz daraus ist das, dass genau der Betrieb 2023 nicht mehr mit 113 Arbeitern weiterarbeitet, sondern mit 80 Arbeitern. Und setzt Leute frei. Und genau so ist es. Und das wird sich durchziehen durch alle Branchen. Und weil Sie immer von den Insolvenzen sprechen, dass die direkt gestiegen sind. Entschuldigung, 121% mehr Insolvenzen als voriges Jahr. Ich weiß nicht, von was ich rede. Und jetzt streichen Sie, und das ist der Wahnsinn, dass Sie jetzt hergehen in so einer Situation, wo alle sagen, zweite Halbjahr 2023 wird wirtschaftlich schwierig. Und die ÖVP geht her, was macht die ÖVP? Und geht her und sagt, die Blockzeit, die Blockvariante bei der Alterszeit, die wird es nicht mehr geben. Und der ÖGB, die Arbeiterkammer und auch die Wirtschaftskammer hat gesagt, es wird sehr problematisch werden, es werden sehr viele ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beim AMS landen. Danke, liebe ÖVP, für nichts. Dankeschön.
Rudolf Silvan von der SPÖ war das. Ja, wir befinden uns mitten in einer dringlichen Debatte, eingebracht von der SPÖ zum Thema Teuerung. Das Thema wurde auf Wunsch der SPÖ im Parlament ja bereits mehrfach dringlich debattiert, unter anderem im Februar, April und Juli des Vorjahres. Konkret fordern die Sozialdemokraten unter anderem das Einfrieren der Mieten bis 2025, einen Gaspreisdeckel sowie die Einsetzung einer Antiteuerungskommission. Wirklich viel Neues hat diese Debatte bisher nicht an Argumenten gebracht.